Also, es geht ja um das Thema, wie ich den Kunden erkläre, dass meine bisherige Beratung zwar gut war, aber aufgrund der DIN-Analyse sie noch besser ist. Das könnte man letztendlich in einem Satz erklären, weil durch die DIN-Analyse ja alle Finanzthemen erfasst werden, was wir vielleicht vorher nicht gemacht hatten. Und dazu mal vielleicht einen kleinen Blick zurück in die Geschichte, auch von uns. Noch weitergehen. Die Firma Jürgenswald wurde 2001 gegründet. Also wir haben jetzt dieses Jahr 20-jähriges Firmenjubiläum. Wir haben damals mein früherer Geschäftspartner und ich, der Dr. Joachim Brunner, wir haben bei null angefangen und haben dann einfach Kunden beraten im Bereich der Versicherung. Wir haben damals Datensätze gekauft. Das ging auch eine Zeit lang ganz gut. Nur irgendwann haben wir festgestellt, das ist zwar ganz nett und schön, aber wir wollen sie nicht nur positionieren als jemand, der Themenbereiche berät, sondern wir wollen ja eine ganzheitliche Beratung machen. Sodass wir 2007 uns neu ausgerichtet hatten. Wir haben 2007 ein Aufbaustudium an der Fachhochschule Frankfurt gemacht zum zertifizierten Finanzplaner. Das ist die deutsche Antwort auf den Certified Financial Planner. Und die Zielsetzung war, Honorarberatung zu machen mit Finanzplanung als Basis für eine weitergehende Beratung. Dazu haben wir 2008 eine neue Firma gegründet, die Jürgenswald Honorarberatungs GmbH, und sind voller Elan auf die Kunden zu. Wir haben mit XPS Finanzpläne erstellt. Wir waren ganz glücklich, dass man viele Daten erzeugen kann, viele Grafiken erzeugen kann. Resümee war, Kunde war einfach überfordert. Wir haben festgestellt, das Finanzwissen bei den Kunden ist sehr übersichtlich. Und demzufolge waren die mit diesen komplexen Auswertungen, auch mit den Szenarien, die man treffen konnte, einfach überfordert. Und wir haben festgestellt, der Kunde möchte einfach nur eine Orientierung. Also das, was der Kunde von Finanztest und Kryptowarentest gewohnt ist, weil dort bekommt er einfach eine ganz klare Orientierung. Risikolebensversicherung, 3 Jahresgehälter, 20 Jahre. Damit kann der was anfangen. Sodass wir gesagt haben, die komplexe Finanzplanung mit XPS zu machen, ist zwar recht nett und schön, bringt aber nichts, kostet nur Geld, und zwar uns. Und der Kunde kann damit nichts anfangen. Sodass wir dann ab 2012 umgestellt hatten auf Teilanalysen mit Finanzplaner Pro. Da kommt dann letztendlich, wenn ich das möchte, vielleicht auch nur ein DIN A4-Blatt raus mit einem Bild drauf. Und damit kann der Kunde was anfangen. Und wir haben festgestellt, wenn wir mit verschiedenen Teilanalysen oder mit vielen Teilanalysen des Kunden arbeiten, haben wir in Summe ja auch eine Gesamtanalyse. Und damit hatten wir den Kunden wieder im Boot. Er hat es einfach gehabt. Dann kam so 2019 meine erste Berührung mit der DIN-Analyse. Und zwar bin ich im Vorstand des Bundesverbandes der Finanzplaner. Und der Hubertus Schmidt hatte damals einen Vortrag gehalten, hat dann auch die DIN-Analyse in der ersten Entwicklung vorgestellt. Ich gebe ihm zu, ich war am Anfang sehr kritisch der DIN-Analyse gegenüber, hatte auch ein längeres Telefonat mit dem Herrn Dr. Möller. Und als ich aber dann mal erkannt habe, was da für ein Zunder hinten dran steckt, dann war ich begeistert davon. Und dann war klar, dass wir uns auch strategisch in die DIN-Analyse ausrichten wollen, sodass ich 2020, das war so im Dezember letzten Jahres, glaube ich, die DIN-Zertifizierung gemacht habe, die Firma auch habe zertifizieren lassen. Und mich dann auch für die DIN-Analyse-Software von Finanzplaner Pro entschieden hatte, weil wir diese Software nutzen wir seit gefühlten 15 Jahren und wir haben alle Kundendaten drin. Das heißt, es ist für uns per Knopfdruck, können wir die Daten einlesen. Und das Ziel ist es, dass wir diese DIN-Analyse in fast jeden Beratungsprozess mit einbeziehen. Ich gebe zu, bei der Unterhaftpflicht wird es ein bisschen schwierig. Aber in komplexeren Themen wie Altersvorsorgeplanung oder Risikovorsorgeplanung ist die DIN-Analyse State of the Art. Empfehlung. Wenn ich dem Kunden eine Empfehlung gebe, dann war es bisher immer so, dass ich mich entweder auf das Sozialgesetzbuch bezogen habe oder auf BGB, beispielsweise das Sozialgesetzbuch, wenn ich in die Rentenanalyse reingehe. Renteninformationen des Kunden, da sind wir im Sozialgesetzbuch drin. Wenn es um Themen geht wie Vermögensübertragung, also Erbrecht, das sind im BGB drin. Manchmal musst du auch die Mathematik erhalten, weil ich den Kunden manchmal sage, die Mathematik ist auch eine Form der Kommunikation und die kann sehr realistisch sein.
manchmal auch sehr enttäuschend, weil die Träume zerplatzen lässt. Und manchmal haben wir uns einfach auf Finanztests bezogen, weil das ja bei den Kunden das State of the Art ist und ich das Glück habe, dass ich seit 2015 regelmäßig in Fachausschüssen in Berlin sitze zu Versicherungsthemen bei Finanztest. Von daher weiß ich, wie die Kollegen da oben ticken und wie solche Hefte zustande kommen. Dann kam natürlich die DIN, gehe nochmal zurück, und durch die DIN wird natürlich einiges einfacher, weil ich jetzt sagen kann, die DIN schreibt vor oder die DIN sagt. Und das ist für den Kunden nachvollziehbar, weil die DIN kennt jeder mit DIN-Norm. Das heißt, bisher haben wir die Empfehlung abgegeben, wie eben schon gesagt, SGB, BGB, Mathematik. Dazu muss man aber auch nicht im SGB auskennen oder im BGB. Also es hilft nicht zu sagen, da gibt es irgendein Gesetz im Sozialgesetzbuch, aber ich weiß nicht, was da drin steht. Und von daher haben wir die Erfahrung gemacht, die DIN rundet das Ganze jetzt ab und vereinfacht das eine oder andere, weil eben DIN ist und weil die Leute es auch annehmen. Das war die Erfahrung, die wir bisher jetzt gemacht haben. Ich werde auch gleich ein paar Beispiele nennen, die für mich völlig überraschend waren. Und wenn man über DIN nachdenkt, denkt man auch nicht, man nimmt Dinge hin. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten Anfang das Thema DIN A4. Keiner macht sich Gedanken, dass DIN A4 21 mal 29 7 ist. Und keiner macht sich Gedanken, wie schwer ein DIN A4 80 Gramm Bogen ist. Wenn man weiß, dass der 16 mal in DIN A0 reinpasst, weiß man, dass 80 Gramm des 16 5 Gramm ist. Und schon weiß ich, wie schwer ein DIN A4 Bogen ist. Bisherige Erfahrung mit der DIN-Norm ist ganz überraschend. Die Leute schicken uns völlig schmerzfrei alle Informationen zu. Also Steuerbescheide, Depotauszüge, Bankunterlagen, selbst Unterlagen, die ich im ersten Durchgang gar nicht gebraucht habe, schicken die uns einfach zu. Und irgendwie erzeugt die DIN anscheinend ein Vertrauen bei den Menschen, sonst würden sie uns das nicht zuschicken. Aber das Entscheidende dabei ist, ich habe jetzt mal zwei Fälle aufgeführt. Wir haben eine Ärztin, die haben wir seit einigen Jahren als Kunde, die ist insbesondere bei uns im Sachbereich als Kundin. Und die schickt uns dann Unterlagen zu, woraus ich erkennen kann, dass sie GKV versichert ist, im Versorgungswerk ihre Altersvorsorge macht und sich von der gesetzlichen Rente hat befreien lassen. Dann würden wahrscheinlich 90% der Berufskollegen sagen, gut, Haken dran. Jetzt muss man ins SGB reingehen. Die Dame hat nämlich, wenn sie in Rente geht, sehr wahrscheinlich ein Problem, weil sie nicht als pflichtversichertes Mitglied in der KVDR aufgenommen wird. Warum? Weil in Paragraph 5 SGB 5 Absatz 11 steht, dass Ansprüche aus einer gesetzlichen Rentenversicherung bestehen muss. Die hat sie aber nicht, weil sie keine Rentenansprüche hat. Dann war der Tipp von mir, Sie haben ja ein Kind, Sie erwarten gerade das zweite Kind. Wenn Sie beide Kinder in der gesetzlichen Rentenversicherung nachmelden, dann haben Sie 6 Jahre anerkannt, allgemeine Wartezeit erfüllt und demzufolge besteht ein Rentenanspruch. Dann hatten wir im zweiten Fall eine Freiberuflerin, die seit 15 Jahren freiwillige Beiträge in die Rentenversicherung einzahlt. Da habe ich dann gefragt, warum sie das macht. Dann sagt sie, naja, wissen Sie, ich bin gesundheitlich nicht mehr so ganz auf der Höhe und dadurch kann ich ja einen Erwerbsminderungsrentenanspruch aufrechterhalten. Da habe ich gesagt, das ist schön, dass Sie das machen, aber im Gesetz steht drin, dass sie aus den letzten 5 Jahren 3 Jahre Pflichtbeiträge bezahlt haben müssen, um Anspruch zu haben auf die EMI-Rente. Und der Gesetzgeber spricht von Pflichtbeiträgen, er spricht nicht von Beiträgen. Was ich damit sagen will, ich hätte ohne die DIN-Analyse, die ja sehr tiefgreifend ist, sehr wahrscheinlich diese Information nicht bekommen und hätte demzufolge auch darauf keine Antwort geben können. Was ich aber auch ableiten möchte, die DIN-Norm oder die Finanzanalyse nach DIN ersetzt nicht die Beratung und ersetzt nicht die Kompetenz des Beraters, weil dann fängt es erst richtig an, Spaß zu machen, wenn man in dieser Tiefe beraten kann. Also für uns war so die Erfahrung, die DIN wird gut angenommen. Es gibt auch, sagen wir so, diese Frage, wie spreche ich die Kunden an? Das hängt bei mir im Kopf, nicht beim Kunden. Weil wenn ich dem Kunden sage, wir haben die Finanzanalyse jetzt verfeinert über eine DIN-normierte Erfassung der Daten,
sagt der Kunde, schön, fangen wir an. Der Kunde hat damit kein Problem. Das Problem liegt bei uns im Kopf. Wir müssen es einfach nur ansprechen. Ja? Also der Kunde hinterfragt nicht, sondern er nimmt es einfach an. Das ist so unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja? Und von daher ist es für uns ja, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wie wir heute schon gehört haben, frag 10 Finanzberater, du bekommst 11 Meinungen. Das kann man auch auf die Juristen übertragen. Und jetzt haben wir einfach mal einen Grundstock, wo man sagen kann, egal wo du hingehst, du bekommst immer jeder, der die DIN-Analyse anwendet und die Software anwendet, du hast immer das gleiche Ergebnis. Und das soll auch wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die Branche reinpacken, weil ich habe es zwar nie erlebt, aber ich kenne Kollegen, die sagen, der Kunde sagt immer, naja, du erfährst ja, du rechnest ja die Lüge sehr groß, damit du ja mehr Geld verdienst, weil du ja dann mehr teure Produkte verkaufen kannst. Und ich glaube, dass diese Argumentation in der DIN-Analyse einfach wegfällt. So, das war jetzt so ein Kurzabriss. Ich habe es vielleicht ein bisschen schneller gemacht, solange die Technik funktioniert. In unserer Erfahrungswerte, wobei ich sagen muss, das ist jetzt noch keine statistische Relevanz, weil wir erst seit 2020, letzten Jahres, auf dem Weg sind. Aber ich bin da frohen Mutes und ja, also für mich ist es ein gehbarer Weg für die Zukunft.